Hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nach längerer Pause melden wir uns wieder einmal auf diesem Kanal und ich habe heute zwei Themen für Sie. Als erstes möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich bereit wäre, wieder zu kandidieren als Bürgermeister für die Gemeinde Hammersberg für weitere 5 Jahre. Das geht natürlich nur, wenn ihr mich unterstützt und mir eure Stimme gibt. Dafür möchte ich werben heute und Sie recht herzlich bitten, mich zu unterstützen, dass ich die Projekte, die wir die letzten Jahre begonnen haben, fertigstellen kann und auch einige neu zu entwickeln für die Zukunft von Hammersberg. Das zweite Thema ist heute der Kindergarten. Den möchte ich ein klein wenig vorstellen. Sie wissen ja, es hat jahrelang gedauert, bis wir den Kindergarten in Gemeindehände bekommen haben. Zuerst haben wir vor Jahren das Gelände und die Gebäude übertragen bekommen von der katholischen Pfarrgemeinde. Hierfür möchte ich mich nochmals recht herzlich bedanken bei der Hammersberger Pfarrgemeinde und Pfarrer Leinweber, die uns hierfür sehr unterstützt haben. Seit 01.01.2024 ist auch die Trägerschaft in Gemeindehände und wir können nun den Kindergarten hier im Sinne der Ortsgemeinde betreiben. Mal eine kleine Zahl, nur die Personalkosten für den Kindergarten belaufen sich auf fast 1 Million Euro. Wir sind gerne bereit, dieses Geld auszugeben zum Wohle unserer Kinder. Aber Sie sehen auch hier, es sind schon gewaltige Summen, die im Bereich Kindergarten bewegt werden. Der Neubau, den Sie hier hinter mir sehen, ist jetzt im Rohbau fertiggestellt. Momentan laufen die Arbeiten oder beginnen die Arbeiten für Elektrik, Heizung und Lüftung. Ausgeschrieben werden die nächsten Tage die Arbeiten für die Fliesenarbeiten. Und wir beginnen auch mit der Küchenplanung und die Planung für den Außenbereich. Dieses Projekt wird über 2 Millionen Euro kosten. Es wird auch eine komplett neue Anlage mit Spielplatz geben. Die Umzäunung muss komplett neu gemacht werden. Und das wird alles sehr viel Geld kosten. Aber auch hier, das ist ein Herzensprojekt von mir und ich bin ganz stolz drauf, wenn dieses Projekt in nächster Zeit fertig wird und es wird ein weiteres Schmuckstück für die Ortsgemeinde Hammersberg geben, so wie schon die Kapelle auf dem Friedhof oder der Elie-Zimmer-Platz, der auch Schmuckstücke sind. Und solche Sachen brauchen wir in Hammersberg, um für unsere jungen Familien hier zukunftssichere zu gestalten. Ich möchte mich für heute verabschieden, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und ich werde mich wieder melden, irgendwann in den nächsten Wochen mit dem nächsten Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, und das ist das Neubaugebiet Hammersberg. Noch eine schöne Zeit. Tschüss, euer Erich.